ostfriesische Fußballtradition hat einen Namen. Herzlich willkommen beim BSV Kickers M von 1946. Die Live-Übertragung des BSV Kickers Emden wird Ihnen präsentiert von der Ostfriesen-Zeitung. Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden. Da sind wir wieder, 18.53 Uhr, ein schöner Mittwochabend, leicht verregnet, bewölktes Wetter. Ich lasse euch herzlich willkommen zum Spiel Kickers Emden gegen SV Meppen, die zweite. Ich darf auch alle Fans hier von Meppen bei uns im Livestream schon mal begrüßen und natürlich auch die Fans von Kickers Emden. Ja, Mittwochabend, was gibt Schöneres, Flutlichtspiel. Ihr hört mich wieder, mein Name ist Julian Dack und ich darf euch wieder aus dieser Kommentatorzentrale begrüßen. Es sind noch ganze 5 Minuten bis zum Anstoß, ja, und uns verbindet ja mit dem SV Meppen eine große Fanfreundschaft. Trotzdem haben wir noch ein kleines Hühnchen mit diesen beiden, mit der Mannschaft zu rupfen, denn das Hinspiel verloren wir 3:2. In Meppen, da gingen wir nach 45 Minuten 13-0 in Rückstand, holten dann noch auf, aber hat es leider nicht für den Punkt gereicht. Das war dann eine von 3 Niederlagen bisher in der Saison. Das wird heute aber wahrscheinlich mit der Unterstützung der Fans ganz anders aussehen. Und dann kommen wir auch direkt zu den Aufstellungen. Die Gäste aus Meppen starten mit der Nummer 1, Hützmann. Mit der Nummer 4, Justus Wolken. Die Nummer 5, Simon Neid. Mit der Nummer 6, Hebelmann. Die Nummer 8, Detas. Mit der Nummer 11, der auch schon mal für unsere Farben aufgelaufen ist, Leon Kugland. Die Nummer 14, Wulkotte. Die 15, Kai Möllermann. Im letzten Spiel, Spieler des Spiels gewesen, zweimal vorbereitet.
Dann die Nummer 17, Mirko Husmann. Mit der 27, Daniel Benke. Und mit der 28, Joe Klöpper. Ja, und die Gäste aus Meppen sind nicht so gut ins Jahr gestartet. Jetzt in den letzten drei Partien konnten sie gut punkten gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Und wir kommen zu der Startelf von Stefan Emmerling. In der 1, mit der 1, Onken. Mit der Nummer 3, Julian Stöhr. Mit der Nummer 4, Fabian Herbst. Mit der Nummer 6, Kai Sies. Mit der 7, Pascal Steinwender. Mit der Nummer 8, heute für Jabbi in die Formation gerückt, Lammeier. Mit der Nummer 9, Schiller. Die Nummer 11, Njaye. Die Nummer 21, Tido Steffens. Und die Nummer 22, Engel. Und wir schauen uns jetzt erstmal. Und da laufen beide Teams ein. Und Herr Kelk braucht schon das Feuerwerk im Hintergrund. Ist es zu sehen. Da lassen sich unsere Fans natürlich nicht lumpen und zelebrieren dieses Fanduell auch. Die Eilaufkinder des heutigen Spiels sind die F-Jugend vom SV Stiegelkamp und die E-Jugend vom SC 04 Leer. Mit dem Schiedsrichtergespann laufen Kinder von BSV Kickers Emden mit ein. Ebenso im Zeichen der Fanfreundschaft stellt der BSV die drei Fahnenträger der heutigen Partie. Eine Fahne der Gäste des SV Meppen und die Fahne des Gastgebers verleihen dem Spiel einen würdigen Rahmen. Und ich glaube auch dieses Feuerwerk unterstreicht nochmal diesen festlichen Anlass. Sind das nicht geile Bilder? Obwohl das Duell hier im Namen der Freundschaft stattfindet, ist man trotzdem hier bis in den Haarspitzen angespannt, denn Kickers Emden will natürlich die Tabellenführung ausbauen und Meppen will nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und dementsprechend spielen hier beide Mannschaften auf Sieg und wird sich auch im Rahmen der Freundschaft hier nichts geschenkt.
Die Live-Übertragung des BSV Kickers Emden wird Ihnen präsentiert von der Ostfriesen-Zeitung. Abspielen wird. Das Spiel heute kommentiert Felix Bahr, der erste Assistent ist Yannick Benjamin Meyer und der zweite Assistent ist Marvin Hauschild. Wir hoffen trotzdem hier natürlich auf eine faire Partie und dann sollte es auch in den nächsten Minuten losgehen. Wie man auch hier jetzt in der Aufstellung sehen kann, Moritz Onken bekommt weiter das Vertrauen, nachdem Djokovic sich auch wieder ebenfalls aufgewärmt hat. Ganz getreu dem Motto, never change a winning team. Denn bisher in den ersten vier Spielen konnten die Kickers hier jedes Spiel gewinnen und noch kein Gegentor kassieren. Und das Spiel ist da. Kai Kaisli spielt den Ball zu Moritz Onken. Kickers Emden in blauen Trikots von rechts nach links. Meppen in den weißen Trikots. So, Kai Kaisli ist wieder am Ball. Der auf Njaye. Und ja, bei den Mappen, wenn man über Ausfälle spricht, muss man ja klar bei uns auch Tobias Steffen nennen, der wegen der fünften Gamekarte fehlt. Ebenfalls fehlt auch bei SV Meppen der Top-Stürmer der bisherigen Saison, Martin Raming-Fried, der aufgrund auch einer Sperre, einer roten Karte, zwei Spiele aussetzen muss. Das hier ist Nummer 2. Und jetzt wieder natürlich die gefürchteten Einwürfe von den Gegnern von David Schiller. Der nimmt die Kugel, hebt sie direkt in den 16er und die geht direkt am zweiten Pfosten vorbei. Wie auch schon in den letzten Spielen immer ein probates Mittel. David Schiller sorgt mit seinen Einwürfen immer für Gefahr. Und für den gerade eben den angesprochenen Martin Raming-Frese steht heute der 34-jährige Mirko Husmann auf dem Feld. Von zu denen gibt es auch eine ganz interessante Story. Der hat nämlich schon Mitte der letzten Saison bei den Meppenern unterschrieben für die Landesliga. Hatte dann aber nicht mit dem Oberliga-Aufstieg gerechnet, macht das aber sehr gut. Und bietet auch hier einen würdigen Ersatz für Raming-Fresen. Wenn man sich die Aufstellung der Emder anguckt, dann fällt einem direkt auf, dass in der Zentrale Jabi fehlt. Für ihn Sven Lammeier. Ich denke, das kann ich mir so zu erklären, dass da Emmerling ein bisschen mehr Spielkontrolle im Zentrum haben will. Lammeier relativ schmächtig im Gegensatz zu Jabi, der wirklich ein Hühner ist. Aber dafür auch technisch versierter. Aber auch selbst Emmerling meinte auch über Lammeier, er ist der beste Mittelfeldspieler der Liga und gerade auch seine Technik, wenn es dann auch gegen Gegner auf Kunstrasen geht, ist er ein echtes Ass im Ärmel. So, Eilerts mit dem langen Ball, sucht Schiller. Kein Foulspiel, sagt der Unparteiische. So, und die Meppner kombinieren stark über Bänke. Der legt links raus. Sucht natürlich auch Husmann in der Mitte, aber Eilerts klärt den Ball.
Blickt man auf die letzten Spiele der beiden Mannschaften, sieht man ja gerade auch bei den Gästen aus Meppen ein sehr beachtliches 2-2 gegen unseren stärksten Konkurrenten TuS Bersenbrück. Danke gehen nochmal da raus an die Meppener, die uns da auch wieder Punkte für unseren Aufstieg klar gemacht haben. Ja, und wir haben in Heslingen ein 4-0 erlangt. Da konnte Jannik Sidekevic auch wieder sein Debüt geben. Konnte da die ersten Minuten sammeln nach seiner Schultergelenksperrung. Jetzt wieder David Schiller mit seinen ligaweit gefürchteten Einwürfen. Hebt einen Arm, findet aber keinen Abnehmer in der Mitte. Zweiter Ball, Rebound. Kai Kaisis. Den Ball hinter die Kette, schön gesehen. Auf Pascal Steinwender, der geht an der Grundlinie hoch. Flankt den Ball auf den zweiten Pfosten, Direktabnahme und... kann ihn aber nicht aufs Tor bringen, da der Ball auch abgeblockt wurde. Erste Ecke. Kickers Emden. Der Ball kommt auf den 5-Meter-Raum, aber segelt an Freud und Fein vorbei im Strafraum. Aber Kaisis kann den Ball verwalten. Kickerseppen bleibt im Ballbesitz. Engel versucht da. Den Ball hat auch gerade die Seite gewechselt mit Njaye. Wird sich wahrscheinlich jetzt auch wieder auf die Rechtsverteidigerposition wieder rotieren. Ja, und links hat Stefan Emmerling nominell mit einem Linksverteidiger und einem gelernten Linksaußen gespielt. Aber über die Saison hat sich Njaye als linker Schienenspieler, Linksverteidiger mit starken Qualitäten 1-1 empfohlen. Wird auch wahrscheinlich mit Julian Stör im Laufe des Spiels öfter die Position tauschen. Diagonalball auf die Nummer 15. Kai Möllermann, der im letzten Hinspiel Spieler des Spiels war mit 2 Vorlagen, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Eigentlich auch gelernter Zehner, wurde auch seitdem er da ist mehr oder minder umgeschult, kam von Grün-Weiß-Wielen. Wird seitdem auch jetzt öfter auf der Linksverteidigerposition eingesetzt. So, jetzt auf Njaye. Stör gibt die Tiefe an. Kofferverlängerung, Stör kommt aber nicht dran. Joe Klepper, nomineller erste Mannschaftsspieler bei Meppen, kommt aber nur regelmäßig bei der zweiten zum Einsatz. Lediglich 2 Kurzeinsätze in der Regionalliga stehen dem großgewachsenen Innenverteidiger zu Buche. Jetzt wieder ein langer Einwurf von Schiller. Ja, Hülsmann. Kommt nicht dran, der Ball ist im Aus.
Abschlag von Hülsmann, der auch wieder jetzt nach Verletzung fester Bestandteil der Mannschaft ist. Hatte sich den Meniskus gerissen und ist seit der Winterpause wieder drin. Wird als stark am Ball umschrieben und mutig im Aufbauspiel. Und verleiht den Mettmann auch eine spielerische Komponente. So, jetzt Jan Bulkotte beim Einwurf. Jetzt wieder beim Einwurf. Ja, die ersten 10 Minuten sind gespielt. Kickers Emden ist hier sehr um Spielkontrolle bemüht. Versucht gerade auch jetzt über Schillers Einwürfe, aber auch über Standards situativ nach vorne zu kommen. Die letzte Konsequenz im Abspiel fehlt noch. Dafür stehen die Emdener bisher aber auch sehr gut sortiert und gestaffelt. Ein Jaye fordert den Ball. Der wird aber geblockt von Daniel Benke. Den Alipur aber auch gerne eigentlich in der ersten Mannschaft sehen würde. Er selber bekennt sich aber zur zweiten Mannschaft. Hat sich auch im vereinsinternen Podcast nochmal das mal klar ausgedrückt, dass er diese Saison für die zweite auflaufen wird. Das war ein langer Ball von David Schiller. Aber das gibt dann die zweite Ecke für die Kickers. Kommt. Aber Hülsmann kommt nicht ran. Doch im Verbund kann er es vor ihm klären. Ball lässt weiterlaufen, kein Foul. Einwurf für die Emder. Schnell ausgeführt. Da waren die Mettner nicht drauf vorbereitet. Da wird gut umgeschaltet. Und oh, gute Chance da von Pascal Steinwender, der da zum Kopfball kommt. Starke Umschaltsituation der Emder. Nutzen die Chance. Das ist Meppen ganz kurz nicht auf der Höhe. Und das ist Pascal Steinwender, der den Kopfball links neben den Pfosten setzt. Jetzt der Ball in die Kette. Mikko Husmann wird geschickt. Verdacht auf Abseits. Onken geht auch nochmal sicher und klärt den Ball ins Aus. Jetzt wieder Kickers. Aber nehmen auch hier wieder das Tempo raus. Nicht zu viel Risiko gehen. Und im Vorhinein des Spiels habe ich mich auch mit einem Mappenspieler unterhalten, der heute leider verletzt auf der Bank sitzt. Moritz Hinkamp. Gesetzter Endverteidiger, auch 18 Einsätze. Hat mir da auch ein bisschen was von der Mannschaft erzählt. Die sich gerade eben auch seiner Meinung nach durch guten Zusammenhalt auszeichnet.
Davis steht auch hier wieder mit einem gefährlichen Einwurf und es gibt die dritte, vierte, Abstoß laut Florian Bahr. Felix Bahr, Entschuldigung. Genau, SV Meppen, wie Hinkamp sagte, zählt sich gerade oder ist gerade so stark während des starken Teamgeistes. Eine junge Mannschaft mit guten technisch versierten Spielern, die aber auch körperlich nicht hinterherhängt. Deswegen kommt man auch spielt man schon so eine starke Aufstiegssaison. Aber trotzdem mussten sich auch hier viele Spieler an das Oberliga-Niveau gewöhnen. Zu den meisten Zeit ihrer Karriere klar in den Jugendmannschaften bei Meppen hochgespielt haben, aber dann auch auf Herrenniveau meistens doch nur Bezirks- oder Landessieger war. Aber diesen Umschwung auf Oberliganiveau haben die meisten ja hier mit Bravo gemeistert und das spiegelt sich auch an der Tabellenposition und dem zwischenzeitlichen Run, den sie vor der Winterpause hatten, wieder. Jetzt über rechts. Engel treibt das Spiel an. So, Steinwände auf außen, aber zu ungenauer Pass. Einwurf, Meppen. So, nochmal kleine Korrektur, da sie auch schon eine Beschwerde rein kann. Sven Lahmeier natürlich, werde ich jetzt aufpassen. Jaye und Kai Kaisis. Habt da ein bisschen Nachsehen mit mir, das ist ein zweites Spiel für euch. Ich gebe mein Bestes, aber auch immer ein Ohr für konstruktive Kritik, gerne da lassen. Ihr seht es auf der rechten Seite des Bildschirms. Unsere Ultras geben wieder ordentlich Gas, machen hier Stimmung, hört man sogar bis in die Kommentatorenkabine hier auf der anderen Seite des Feldes. Fenster sind dicht, selbst schalldichte Fenster lassen euch nicht verstummen. Geil, dass ihr da seid und so viel Lärm macht. Oh, starker Ballgewinn von Sven Lahmeier. Der legt rechts raus auf Pascal Steinwender. Der sucht natürlich in der Mitte seinen Uremder Tido Steffens. Und auch hier kommt Schiller seiner Einwurfskompetenz nach. Kriegt er ein Handtuch gebracht, damit der Ball auch bloß nicht wegflutscht. Vielleicht fliegt er jetzt nochmal 5 Meter weiter. Schiller mit dem Einwurf, sucht da natürlich auch Herbst und der rutscht fast ins Tor durch. Und da hat sich Meppen auch, glaube ich, nicht ganz drauf eingestellt auf die Einwürfe, wobei man eigentlich das sich ja rumspricht, dass man da einen Mann hat, der als echte Waffe da agieren kann mit seinen Einwürfen. Also auch hier schon wieder für ein, zwei gefährliche Situationen. So, und jetzt Meppen. Da im Zusammenspiel nach vorne zu kombinieren, aber unsere IV mit Fabian Herbst und davor mit Kaisis Lahmeier. Langes A wurde mir zugesteckt. Machen da gut dicht und wie man es auch von unseren Leuten kennt, steht auch jetzt nach den ersten 19 Minuten die Null. Und
sollte damit auch die 380. Minute kurz Kopf rechnen. Ohne Gegentor im neuen Jahr sein. So, jetzt wieder im Kugelland. Aber die Meppener noch nicht die Formel gefunden, um hier das Bollwerk der Emder zu durchbrechen. Beißen sich da noch, wie viele Mannschaften, die Zähne dran aus. Kai Möllermann. Luis Hebbelmann. Ah. Gute Idee. Umsetzung eher, naja. Ja, Stimme voll von der Nummer 9, David Schiller. Jetzt Platz vor dem 16er. Benke mal mit dem Abschluss aus der Ferne. Hat gesehen, dass Moritz Onken ein bisschen weiter aus dem Tor stand, aber auch da geht keine Gefahr von aus. Ja, und Daniel Benke, wie gesagt, spannende Personalie. Hat mit am meisten Spielzeit aus diesem gesetzten Oberliga-Kader in der ersten Mannschaft. Hat auch da eine beachtliche Quote. Konnte da einen neuen Regionalliga spielen, ganze 4 Scorer sammeln, 3 Tore und eine Vorlage. Entschied sich aber aus privaten Gründen, duales Studium und Arbeit zu der Zeit bei der zweiten und ist damit auch sehr zufrieden. Wenn man natürlich wenn man eine tiefere Recherche beim SV Meppen-Kader geht, dann sieht man natürlich viele Eigengewächse, die ja auch eben im JLZ Emsland ausgebildet wurden. Aber auch, erkennt man auch ein kleines Muster, dass da viele vom SV Langen kommen. SV Langen Talentschmiede. Wer kennt sie nicht? Martin Rami-Fresen unter anderem. Aber auch Luis Hebbelmann, Detas. Alles Spieler, die beim SV Langen Großteil ihrer Jugend kicken lernen. Jetzt auch wieder langer Einwurf. Nicht so weit wie die von Schiller, aber könnte auch gefährlich werden. Abschluss aus der Distanz, aber der geht gute 1-2 Meter am linken oberen Toreck vorbei. So, 23 Minuten sind gespielt. Freundschaftsduell steht drauf. Freundschaftsduell, das stand jetzt auch drin. Ein sehr verhaltene Partie, kann man sagen. Beide Mannschaften bemüht, nach vorne zu arbeiten. Eine richtig zählbare Chance kam nur durch den Kopfball von Pascal Steinbender und durch ein, zwei Einwürfe, aber richtig was Zählbares ist dabei noch nicht rausgesprungen. Man merkt hier, dass hier auch zwei wichtige Offensivspieler bei beiden Mannschaften fehlen, mit Martin Raming-Fesen und Tobias Steffen. So, jetzt wieder Schiller. Und jetzt Abschluss aus der zweiten Reihe. Den trifft er nicht ganz so gut. Ja, scheint sich da noch ein bisschen was weggeholt zu haben. Hoffen wir mal, dass es nichts Ernstes ist. Felix Bahr geht hin. Jetzt mal spielt schon weiter. Ja.
So, hier haben wir nochmal Kai Möllermann, Mann des Hinspiels in der Halbtotalen. Er kann sich Mr. 100% nennen. Bisher noch keine einzige Sekunde in der Saison gefehlt. The best ability is availability. Gilt im Falle auch von Möllermann. Oh, Dennis Engel mit dem Freistoß. Sucht da Herbst, der kommt aber nicht dran. Und jetzt Platz für die Meppener. Die können natürlich jetzt, haben genug Grün vor sich. Links läuft Möllermann mit, der bringt den Ball. Sucht da Mikko Husmann, findet ihn aber nicht. Und dann kann Lama ja klären. Gerade am Ball die Nummer 4, Justus Wolken. Überraschend, dass er heute in der Startaufstellung steht, kriegt aber das Vertrauen vom Trainer Tobias Bartels. Bisher sehr wenige Einsätze, über sieben Kurzeinsätze ist er bisher in der Saison nicht rübergekommen. Kriegt gerade in so einem Spiel mit ordentlich Brisanz und einer großen Menge an Zuschauern das Vertrauen. Macht bisher eine ordentliche Partie. Schiller muss jetzt versuchen, den Ball festzumachen. Klepper ist aber da. Und so Kai Möllermann, ich hatte es ja auch schon erwähnt, eigentlich bei Wielen Zehner gespielt. Wurde dann zu der Zeit als Leon Kugland, sollte für die ein oder anderen Zuschauer hier nicht nur bei den Mappmann was sagen, war auch ein halbes Jahr bei uns Kickers ausgeliehen in der Regionalliga-Saison, hat auch 11 Einsätze bei uns gemacht, weil der da eben rausrotiert ist, ist Möllermann auf die Linksverteidigerposition rotiert. Und seitdem hat er da seine neue Stammposition lieben und kennengelernt. Ja, und da sehen wir im linken Bildrang Tobias Bartels, der von Hinkamp auch als Menschenfänger bezeichnet wird. Players Coach, wie man so schön auch im Englischen sagt. Der gerade im Umgang mit den Spielern 1A ist. Das ist Daniel Benke. Detas versucht es da, aber kein Vorbeikommen. An Eilatz. Jetzt Mirko Husmann macht den fest. Schiedsrichter gespannt um Felix Bar sagt abseits. Sehen wir nochmal in der Halbtotalen. Moritz Onken kriegt weiteres Vertrauen von Stefan Emmerling. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass Joko noch nicht bei 100% ist. Hat sich auch in den Leistungen in den letzten Spielen mehr als nur verdient, seit dem Jahreswechsel. Ein sicherer Rückhalt für Kickers Emden. Ja,
gerade in den letzten 10 Minuten verflacht das Spiel ein wenig. Beide Mannschaften sind hier noch nicht so ganz gewillt, volles Risiko zu gehen. Dementsprechend gab es natürlich auch in den letzten Minuten keine nennenswerte Chance, aber jetzt vielleicht. Über unsere 21 Tilo Steffens. David Schiller. Ja, nochmal fand die Map noch nicht drauf rein. Versuch was wert, das Ding da wieder schnell zu machen. Wieder lange Einwurf, natürlich suchen sie da auch Herbst wieder in der Mitte. Ja, Abstimmungsproblem und jetzt wieder Platz zum Kontern. Wenn sie den Ball am Anfang in Jaya, verschätzt sich da ein bisschen. Benke kann dann den Ball festmachen, zieht das Foul. Und das ist folgerichtig die gelbe Karte für unseren Linksverteidiger André Njaye. Leon Kugland. Den Freistoß bringen. Doch Eilatz ist da. Jetzt Thilo Steffens versucht das Spiel beizumachen. Sieht aber nicht, dass Kugland da steht. Ball geblockt. Einwurf von Meppen. Seinen Ball festmachen, aber Klöpper und Simonite haben gerade den Sportler des Jahres, das aus Friesland 2023, gut unter Kontrolle. Kann er bisher wenig machen. Und jetzt gerade wieder mit Vorschüssen versuchen immer, den Ball hinter die Kette Mirko Husmann zu suchen. Aber Eilatz und Herbst sind da mehr als nur aufmerksam und lassen da in den ersten 33 Minuten Stand jetzt noch nichts anbrennen. Ist auch, glaube ich, gut über die Atmo. Unsere Ultras machen hier weiter. Geben wir weiter Gas. Onken, da versucht natürlich Schiller den Ball festzumachen. Witter angegangen von der Nummer 6, Luis Hebbelmann. Schiedsrichter sieht kein Foul. Gehe ich d'accord. Habe ich natürlich auch mit meinem geschulten Auge gesehen. Selber 6 Jahre lang Schiedsrichter auf Kreisklassenniveau gewesen. Das ist so ein beispielhafter Ball für die ersten 34 Minuten hier in diesem Spiel. Wird hier viel mit langen, hohen Bällen gearbeitet, die dann eben festgewacht werden sollen. Weil mit Bällen in die Spitze, gerade beim Mappen auf Fußmann, die aber bisher noch keinen Abnehmer finden. Symptomatisch für die Partie. Jetzt Schiller hat einen Geistesblitz. Abstimmungsprobleme bei den Mappnern.
Jetzt wieder Schiller, versucht das da hinter die Kette. Tilo Steffens kann dann den Ball verarbeiten. Ja. Herbst schaltet sich vorne mit einem Kett ab und da ist die Latte. Starker Schuss da von Fabian Herbst. Doch die Kugel ist noch heiß. Herbst nochmal aus der Distanz. Hülsmann greift zu und oh, Steffens verstolpert den Ball. Abseits, das waren doch jetzt mal zwei greifbare Chancen da auf der Seiten, auf den Seiten unserer Kickers. Erst Herbst mit dem Schuss an die Latte und dann Tilo Steffens, der den Ball da nicht aufs Tor bekommt. Hülsmann konnte nur zur nach vorne abprallen lassen und dann kann Steffens nicht der Nutznießer sein. Deswegen steht es hier noch nach 36 Minuten 0:0. Bisher relativ zufrieden mit dem Einsatz, mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein kann. Ja, Moritz Ocken ist da, hat den Ball sicher. Macht gerade im Auftritt ein. In meinen Augen ein souveräneres Spiel, strahlt viel mehr Ruhe aus als noch gegen Lupo Martini. Wolfsburg, wo gerade noch zwei Schnitzer drin waren, die aber nicht, Gott sei Dank, nicht bestraft wurden. Und jetzt deutlich ruhiger, dass eben die Routine, die das beim Torwart eben aufhört, Tilo Steffens jetzt im 1 gegen 1, aber auch hier bleibt Hebbelmann der Sieger, der gerade in der ersten Halbzeit durch Zweikampfstärke zu überzeugen weiß. Jetzt wieder ein langer Ball von Schiller auf den ersten Pfosten. Klepper köpft den Ball jetzt aus. Die fünfte Ecke für Kickers. Steffen verletzt ist, tritt heute Engel die Ecken von rechts. Der Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Engel kann per Kopf klären. Benke da im Zweikampf. Und der nächste Einwurf für Schiller, der hier wirklich Meter macht. Von links nach rechts, von rechts nach links. Nur um die Kugel möglichst hoch und möglichst weit Strafraum zu boxieren. Ein langer Ball. Auch der Einwurf verläuft im Sand. Tilo Steffens da stark an der Grundlinie, macht das gut, geht ins Dribbling. Und schätze ich, der Team entscheidet auf Abstoß. Der Ball war gar nicht im Aus, pardon. Hülsmann zeigt hier seine spielerische Klasse, macht das Spiel schnell. Kugland im 1 gegen 1. Weg. Jetzt wieder Engel. Heute wieder Tobias Steffen bei den ganzen Standards vertritt. Mit dem Ball.
Der x-te Einwurf findet er jetzt einen Abnehmer. Kaisi. Pardon. Julian Stör mit dem Abschluss. 5 Minuten noch zu gehen. Emden wird situativer. Gefährlich vorne. Merken konzentriert sich hier augenscheinlich mehr aufs Kontern und flache Bälle in die Spitze auf Husmann. Diszipliniert verteidigt, diszipliniert. Ähnlich. So, ähnlich wie Kickers. Und jetzt der nächste Einwurf. Mal das Hülsmann mit der Faust da. Jaye bringt den Ball. Oh, starke Annahme von Schiller, der sucht den Abschluss. Hülsmann pariert. Starkes Ding. Guter Diagonalball von Jaye, der da Schiller super in Szene setzt. Der den Ball aber auch klasse verarbeitet. Ein Kontakt und dann den Abschluss sucht. Ein bisschen zu umplatzieren. Hülsmann kann dementsprechend doch leicht parieren. So, Schiller. Heute noch erfolglos. Seinen Einwürfen, aber auch seine Zeit wird kommen. Ball von Pascal Steinwender, der er unauffällig in der ersten Halbzeit ist, nicht seine Momente setzen konnte, wie zum Beispiel gegen Lupomartini Wolfsburg im letzten Heimspiel. Schiller macht das gut verzögert auf Njaye, aber seine Flanke wird abgefälscht. So, ich glaube mittlerweile siebte Ecke. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Auf der Zeit ist wieder. Die Standards häufen sich jetzt. Doch schon. Kann Kickers jetzt hier in Form von Engel das Tor vor der Halbzeit machen? Oder kontert sich Merten noch vor der Halbzeit ins Glück. Tobias Steffen fehlt ja per Gelbsperre, der ihn jetzt auch vertritt bei den Standards. Dennis Engel ist jetzt nach abgesessener Gelbsperre gegen den Häslinger SC zurück und kann wieder Steffen vielleicht nicht ganz adäquat, aber auf jeden Fall gut vertreten. Noch 1,5 Minuten zu spielen in der regulären Spielzeit. Viel dürfte Schiedsrichter Bar nicht draufgeben. Lahmeier, der sucht natürlich Tito Steffens, wen auch sonst. Aber auch der wird von Simoneit und Klöpper gut in Schach gehalten. Da suchen sie wieder Usman, aber der ist, wie ich so schon sagte, in der Hosentasche von Eilatz und Herbst und wird auch in der ersten Halbzeit hinauskommen. Ein Abwehrbollwerk sind. Gar nicht gegenüber Usman despektierlich. In der IV haben sie schon mehrere Vereine in der Saison die Zähne ausgebissen. Gerade nicht sogar 4 Vereine, die es im 9. Jahr nicht geschafft haben, ein Tor zu erzielen. Zu Benke. Macht das da stark gegen Njaye im 1 gegen 1.
Stör hilft. Weiß ich aber nur, mit einem Foul zu helfen. Benke macht das da stark. Und jetzt Freistoß in Aussichtsreißerposition für Meppen 2. Die noch keine wirklich nennenswerte Chance hatten in dieser Partie. Aber wie es oft so ist, in genau solchen Momenten, können das Spiel kippen. Leon Kugland wird den Ball bringen. Guck mal, was direkt wird. Oder auf den zweiten Pfosten, scharf, aber der Kopfball geklärt. Dann am zweiten Pfosten und oh, das sieht. Das muss zwangsläufig gelb geben. Trifft da, wenn ich mich nicht täusche, Tito Steffens ganz, ganz, ganz hart auf dem Knöchel. Ja. Und folgerichtig auch die gelbe Karte. Ich glaube auch für Daniel Benke, das sah schmerzhaft aus. Hoffe, es kann für das Ender Ungestein weitergehen. Dadurch würde nämlich ein Wortführer fehlen, der die Mannschaft mitreißt. Und eben auch durch seine individuellen Qualitäten. 15 Tore und 5 Vorlagen stehen nach 19 Oberligaspielen auf dem Konto von Tito Steffens. Das wäre ein herber Verlust. Aber selbst auf der Bank. Und das nimmt Felix Bauer auch direkt als Anlass, um zum Pausentee zu bitten. 0:0 steht es zwischen Kickers Emden und Meppen 2. Angesichts der ersten Halbzeit auch ein mehr als faires Ergebnis. Herbst hatte den Lattenschuss und das 1:0 auf dem Fuß. Und Tito Steffens konnte den Ball leider nicht aufs Tor bringen. Sonst gibt es aber keine nennenswerten Chancen. Deswegen 0:0 vollkommen folgerichtig. Wir gehen mal kurz Pipi machen. Ihr holt euch ein schönes Haltgetränk. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden.
Und da sind wir auch wieder. Gleich geht die zweite Halbzeit weiter. Und ich bin auch nicht alleine hier, denn von dem Block in die Kommentatorenzentrale. Arne, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Ja, Arne, grüß dich, hi. Das Ding an die Latte haut, ne? Auf jeden Fall. Und geile Show, die ihr da am Anfang abgerissen habt. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Erzähl mal ein bisschen so Fanfreundschaft, was hast du, was sind so geile Erlebnisse, die du bisher schon gelebt hast mit Mappen und Appen oder? Finde ich geil, dass das so verbindet auch. Ne? Ich meine, ich sehe das jetzt auch erstmal zum ersten Mal in live und in Farbe. Ne? Und das ist auch viele Mapner, sieht man auch hier auf der, sieht man jetzt schlecht nicht hier auf unserem TV-Bild, aber hier vergegen gerade auch viele Leute noch aus Mappen hier den Weg gefunden. Also ich glaube, glaubst du, das wird heute was mit dem Zuschauerrekord? Wenn ja. 3000 Leute, ja. Das. Ich stand auch gerade mit unserem Head auf Kamera, Tobi, stand ja auch da und meinte so, normalerweise steht hier keiner. Ja, das, so lobt man sich das auch. Ja. Und du hast ja auch selber für Emden gespielt, ne? Oh, der ist es! Ja. Ist er der Liga, das Tor! Und das Tor zählt! Starkes Ding! Und Pascal Steinmüller drückt den Ball dann irgendwie über die Linie. Und schon wieder war es ein schöner Einwurf, der das Glück bringt. Aber dann auch im Geburtsstil und dann drückt er ihn doch über die Linie. 1:0 für Kickers Eppen gegen Meppen 2. Geil, geil, geil! So, und diesmal funktioniert auch unsere Torhymne gegen Lupo ausgefallen. Ja, und Pascal Steinmüller drückt den Ball da irgendwie im Gewurschen über die Linie. Und man hat es ja auch schon in der ersten Halbzeit gesehen. So richtig wussten die Mappen, aber ich würde jetzt auch keine gute Idee einfallen, wie man sowas überhaupt verteidigt. Richtig, ne? Der ist ja teilweise auch immer durch die Strafen gesegelt, von einem ausgelandet und jetzt, ich habe es auch schon in der ersten Halbzeit angekündigt, das wird noch seine Früchte tragen. Und selbst wenn, kann das auch immer für ein Momentum sorgen, dass man da vielleicht auch eine Torchance herausarbeitet. Ne? Das, haben wir da Mirko Husmann. Onkel Richer. Du siehst das auch jetzt mit dem Jahreswechsel, auch weil Joko da einmal jetzt verletzt ausgefallen ist im Tor. Ja,
dem Halbzeitpfiff sind wir über 400 Minuten schon ohne Gegentor im neuen Jahr. Also das ist mehr als nur beachtlich und ich wollte auch gerade sagen, dass auch mehr ein Luxusproblem sei, als wir Pumpen und Djokovic haben. Definitiv. Und jetzt Pascal Stein, wenn er über rechts bringt den Ball, rechts direkt aufs Tor zu bringen, rutscht über den Schlappen. Ne? Und ihn wahrscheinlich mit Körpern lupfen. Aber wahrscheinlich Lars Ritten damals in Dortmund gedacht. Okay, da war ich noch flüssig. Aber ich kenn's. Ja, okay, ja. Ich glaube, das ist ein Tor, was alle kennen. Ja, ich hab den Geschichtsbücher gestöbert. Und jetzt Leon Kugler bringt den Ball direkt auf den zweiten Pfosten, ist stark gespielt und dann packt Onkel sicher zu. Aber auch die Mettner verstecken sich hier nicht, versuchen jetzt auch hier direkt die Antwort zu finden. Sind nicht geschockt von dem Treffer. Absolut. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, ne? Dass wir jetzt die nächsten 10, 15 Minuten das 2-0 nachlegen. Aber dann hast du auch Ruhe im Karton, ne? Also ich glaube, dann ist Mettner auch tot. Und dann ist auch die Revanche, sag ich mal, geglückt, ne? Auf jeden Fall. Also warst du beim Heimspiel in Mappen dabei? Ja, auf jeden Fall. So. Das ist, muss man auch dazu sagen, das war also das schlechteste Saisonspiel überhaupt. Ne? Also muss man auch mal dazu sagen. Da waren wir echt auf alle Mitgereisten sehr, sehr enttäuscht. Ja. Und dann in den ersten 45 Minuten dann 3-0 zurück, ne? Ja. Aber man muss dazu sagen, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Und ja, lässt es laufen zu wenig. Kann ich aber verstehen. Vorne, gerade auch so ein Steffens, der eigentlich für sowas auch abkann, ja, muss, kann. Gefällt mir bisher auch sehr gut die Linie, muss ich sagen. Nee, aber nochmal zurückzukommen zum Mappenspiel. Ich glaube, also meine Meinung war allgemein, die ersten 2-3 Monate war einfach eine Findungsphase von der Mannschaft. Muss man auch sagen, komplett neu zusammengewürfelte Truppe. Und ich glaube, jetzt sieht man wirklich, was die Mannschaft für die Qualität hat. Ne? Ja, du sprichst es an, zusammengeführte Truppe, wenn wir jetzt allein die Startaufstellung angucken, 6 Neuzugänge im Sommer. Also das ist mal nicht eben so ein Kader, der direkt in sich greift. Ne? Das braucht alles, auch alles eigentlich noch Zeit. Die Rädchen müssen ja auch übereinander gehen. Ne? Das haben sie jetzt geschafft. Ne? Da hast du 100% recht. Man merkt jetzt auch, dieses Spiel, das Tor tut der Partie gut. Ne? Beide Mannschaften sind jetzt auch gewählter Zielstrebig, hier nach vorne zu spielen. Ich meine, so erste Halbzeit war mehr so ein bisschen abtasten, sage ich mal. Ja, ein bisschen träge erste Halbzeit, ne? Muss man auch sagen. Ich denke mal, keiner wollte einen Fehler machen. Und gerade bei so einem wichtigen Spiel. Stör, nimmt der Bänke raus. War, lässt die Karte drin. kann man auch als taktisches Foul deuten. Aber naja, beschweren uns mal nicht. Ne? Wir werden ja nochmal auf deine aktive Karriere zurückzuführen. Selber zwei Jahrzehnte. Ja, über zwei Jahrzehnte hier gespielt. Ich habe von der Wilmer Biene ein bisschen zu der ersten Herren alles durchlebt. Oberliga gespielt, DFB-Pokal gespielt. Wasch. War schon schön, ne? als A-Jugendlicher dann irgendwann dann in die erste Hand zu kommen und dann auch direkt das erste Spiel war das DFB-Pokalspiel gegen Köln. Also war schon das Highlight in meiner Karriere, würde ich sagen. Ja, man wird auch schon eingangs schon gesagt, hast du gegen Lukas Podolski gespielt, wurde zugetragen? Ja, genau, das war dann die Zeit, wo Lukas Podolski noch da gespielt hat. Ja, Manich hat auch gespielt in Köln. Da waren schon doch die ein oder anderen Hochgeräte waren dann schon hier. Ne? Das war schon schön, muss ich sagen. Ne? Und auch mal zu sehen, wie solche Profis, wie die spielen, vor allem auch wie schmutzig die spielen. Ne? Ja, man, was man im Fernsehen nicht so sieht, aber ja, da gibt es ja nochmal den Griff ins Auge oder so. Ne? Den habe ich schon bekommen von Podolski. Ja, behakelt sich, verkartet sich. Ja. Ein Kölner Griffel von Podolski im Gesicht gehabt. Absolut. Ja, wie sagt man so schön, abgewichst, ne? Ja, das ist so, ne? Nicht umsonst spielt er da oben. Ja. Aber ich kann mir auf die Fahne schreiben, dass er aus dem Spiel auf jeden Fall kein Tor gemacht hat. das war mir wichtig. Und das trägst du für dein Leben mit und das absolut. Ist geil. Ja, geil. Also gab es noch so prägende Ereignisse? Ich glaube, das war so das Highlight, ne, würde ich mal sagen. Absolut. Es gab natürlich auch viele oder einige schlechte Zeiten. Ja, ich habe mich einmal schwer verletzt, bin dann nach Pilsen gegangen. Und dann haben sie im Winter wieder angerufen und haben gesagt, ey, hör zu, wir müssen eine Oberliga-Truppe zusammenstellen, weil wir Insolvenz angemeldet haben. Ja, damit wir nicht in die Kreisliga gehen, wäre schön, wenn du wieder zurückkommst. Ja, und das war dann
ja, der Zeitpunkt, wo ich dann im Winter wieder zurückgegangen bin. Ne? Weil sein Herzensverein lässt man einfach nicht im Stich. Das ist, muss man auch mal ehrlich so sagen. Ne? Ja, da hast du absolut recht. Ja. Aber ja, einmal Emden, immer Emden. Ne? So sieht's aus. Ja, und Highlights auch noch, ja klar. Ne? Als A-Jugendlicher im Drittligakader mittrainiert. Ja, das war dann auch schon, das war schon nicht schlecht damals. Ne? So will ich so. Amateurbereich ist ja schon fast gar nicht mehr, aber dritte Liga war das, ist der Profibereich, um da einfach mal reinzuschnuppern. Ja, das war schon sehr, sehr schick, ne? Gerade als A-Jugendlicher, als 18-Jähriger, da dann mit den ganzen Profis mit zu trainieren. Das war schon. Aber da wurden natürlich auch die Grenzen aufgezeigt, ne? Na klar, da haben wir auch gesehen, dass das dann doch nicht reicht für. Absolut, absolut. Ne? Dann, das sind dann doch schon 4-5 Klassen dann über einem, ne? Auf jeden Fall. Ja, man sieht, ne, es tut sich viel hier am Platz, ne, viele Zuschauer immer da, ja, der Platz allgemein. Ja, es ist schon von einem Aufschwung in Emden zu sprechen, absolut, oder? Absolut, wenn man überlegt, was man innerhalb von jetzt um 3-4 Jahren jetzt alles erreicht hat, ja, nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld, ne, allein wie der Platz außen ist mit dem Containerdorf, dass es sowas gibt. Auch dieses, muss man auch mal wirklich sagen, dieser Kommentatorbereich, ich hatte es auch schon im Spiel gegen Lupo gesagt, ich war in der Regionalliga Südwest unterwegs ein halbes Jahr, da kann wirklich mit Kickers Offenbach, und die haben nochmal einen ganz anderen monetären Hintergrund, das kann dieser Stream alle Male mithalten. Und da muss man sich auch vor allem auf Oberliga- und Regionalliga-Ebene gar nicht verstecken. Und das ist wirklich beste Voraussetzung, kann ich nur den Hut vorziehen. Absolut. Also das, ich sag mal so, vor einem Jahr war sowas noch unvorstellbar, ne? Muss man auch mal ehrlich so sagen. Das war, ist schon, gerade für Leute, die jetzt, sag ich mal, außerhalb im Urlaub sind oder, ja, und nicht nur einfach stumpf diesen Stream zu gucken, sondern auch eventuell da jemanden zu haben, der auch ein bisschen was kommentiert, ein bisschen was sagt, ja, auch mal die Emotionen freien Lauf lässt, das ist dann doch schon, ja, es wird viel darüber geredet, auch bei mir bei der Arbeit, das wird alles sehr positiv angenommen. Ja, und das ist doch, dann ist auch immer schön dann zu sehen, dass die Arbeit dann auch irgendwo angenommen wird und auch wertgeschätzt wird, ne? Absolut. Dass man das nicht alles nicht umsonst macht, sondern ihr eben die Leute auch vor dem Bildschirm, dass ihr auch irgendwo auch über Social Media an uns rantragt oder auch, ne, wenn man sich auch in Persona sieht irgendwo im Stadion, der sagt, ey, geil kommentiert, echt, was ihr da für einen Stream aufzieht, umsonst dann quasi auch, ja, noch, ne, über YouTube, Facebook streamen wir ja, dass dann doch irgendwie auch diese Wertschätzung ist, ja, das auch irgendwie was viele dann eben. Absolut, man darf, wie du schon sagst, man darf nicht vergessen, es ist umsonst, ne? Und was habe ich gerade erfahren? Ich glaube, 1000 Zuschauer waren mittlerweile im über Stream. 1000 Zuschauer. Über 1000 Zuschauer. Ja, überleg mal, ne? Lass die 1000 oder 5, lass nur 200-300 in der Regionalliga mit ins Stadion kommen, ne? Weil man die so einfach mitreißt, ne? Mit der Mannschaft, mit der Fankultur, die hier wieder aufgebaut wird. Ich glaube, dann hat man hier in Ostfriesland ein bisschen was geschafft. 1269 Zuschauer wurden mir gerade zugesteckt. Grüße gehen raus, ich hoffe. Wir können gerade das verhaltene Spiel zwischen den 16ern, jetzt nochmal ein Abschluss aus der zweiten Reihe, ein bisschen für euch versüßen und auch mit Background-Informationen füttern. Und da kommt es auch zum ersten Wechsel bei Meppen. Tobias Bartels reagiert. Die 8, Leon Dieters, geht raus. Und für ihn kommt die Nummer 13. Oliver Holthaus, der eigentlich auch gesetzt ist, aber da ein bisschen zu kämpfen hat, bringt sehr viel Physis mit. Leon Dieters eher von schmächtigerer Statur. Und der Zuschauerrekord ist meines Wissens nach geknackt. 2400 Zuschauer hat der Stadionsprecher gerade durchgegeben. Ich glaube, gegen Atlas der im Horst waren es circa 2200. Waren es 2400 oder 2900? 2400. 200.400. Ich hätte es mit mehr gerechnet. Ich auch. Also das sieht. Ich hätte auch mit mehr gerechnet. Aber danke an die 2400 Zuschauer, die den Weg in Stadion gefunden haben. Aber auch danke an die Leute vor dem Bildschirm. Immer gern gesehen, dass das Projekt hier so angenommen wird. 2400, das hätte ich jetzt auch mehr gedacht. Ich hatte allein hier schon jetzt in der Gegend gerade, die ihr jetzt nicht sehen könnt, des Bildes. Da steht echt schon eine große Menge an Leuten aus Meppen und Umkreis, oder die eben für Meppen angereist sind. Aber ja, manchmal kann man das auch so schlecht einschätzen, ne? Absolut, absolut. Ja, im Vorverkauf sind, glaube ich, über 1000 Karten weggegangen. Auch Rekord. Ne, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wann gab es das letzte Mal, dass du
über 1000 Karten im Vorverkauf hattest. Ich glaube, das war auch zur Drittliga-Zeit. Man redet immer viel von Drittliga-Zeit und ich glaube, es ist auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so abwegig, dass man von solchen Zeiten wieder träumen kann. Nee, auf keinen Fall. Also hier ist auch, wie gesagt, hier wird auch professionell gearbeitet, ne? Absolut. Hinter den Kulissen kann ich auch nur so wiedergeben. Jetzt nochmal ein gutes Ding in die Mitte. Mappen kann klären. Und jetzt natürlich die Konterchance über Holthaus, frisch eingewechselt. Der natürlich ein Paket mitbringt von Physis. Hat so ein bisschen was von Ibrahimovic, würde ich so sagen. Ja, auf jeden Fall auch von der Frisur her, ne? Absolut. Ja. Kommt dem ganz nahe. So, und auch Stefan Emmerling reagiert. Bringt Jabi, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ja, wichtig nochmal, ne? Die Kopfballduelle nachher zu gewinnen. Genau, das Pendant zu Holthaus würde ich mal bringen. Da sind wir mal die wortwörtlich die Stirn bieten. Ja. Lahmeier geht raus. Gut aufgerieben. Viel Aktion gehabt. Und für ihn kommt Jabi, der auch in bestechender Form ist. Habe ich auch ein bisschen gewundert, dass er nicht von Anfang an kommt, dass man da direkt. Aber da wollte man vielleicht auch auf die spielerische Kontrolle mit Lahmeier, der ja wirklich technisch sehr versiert ist, absolut, gehen. Und jetzt eben halt auch quasi als Konter für Holthaus, Wigmar Jabi, der da auch jetzt hier schon im Zweikampf direkt aneinander geraten. Ja, leicht verschätzt. Hände weg. Ja, Holthaus. Ecke rausholen. Ja. Macht er schon ganz gut. Kriegt die Unterstützung. Ja, in solchen Momenten denke ich hier, warum läufst du dich noch schneller an, ne? Mhm. Druck machen, dass er hinten billig hin zum Torwart geht, dass du dich vernünftig stellen kannst. Ja, Ungar beim Teilen zwischen Onken und Herbst, aber stark gemacht von Stöhr auf links. Auch in bestechender Form, muss ich sagen, auch schon in der Hinrunde. Sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Ja, muss ja auch positionsfremd auf der 6 aushelfen, ne? Absolut, aber er reißt sich immer einen Arsch auf. Er ist immer konstant. Ja, gewinnt wichtige Zweikämpfe, ist aber auch immer vorne da, ja, immer für eine gefährliche Flanke gut. Hat eben auch Sidakivic gut vertreten, ist jetzt auch wieder zurück. Hesling seine ersten Minuten gemacht. Ja. Auch wichtig. Hat auch gesagt, dass seine erste längere Verletzung war, über 50 Tage war er da raus. Ja, da muss auch wieder reinkommen, ne? Auch gerade vom Kopf her. Ja, ich meine, es achten sich halt, also Mike hat ja auch eine schwere Verletzung, weil das ist meistens eher eine Kopfsache. Ja, dass du dann auch wirklich wieder in die Zweikämpfe reingehst, so wie es muss. Ja. Ja, gerade auch bei Verletzungen. Ne? Ich meine, augenscheinlich mag ja vielleicht das gut sein, aber dieses Gefühl, dass wieder was passieren könnte, das schiebt ja immer damit, ne? Definitiv. Und jetzt sehen wir es auch nochmal in der zweiten Halbzeit, wie ich schon in der ersten Halbzeit angekündigt hatte. Jai geht offensiver Stör, lässt sich jetzt nach hinten fallen. Hatten wir so noch in der ersten Halbzeit anders gesehen. Ja, Injai ist für mich auch so ein bisschen der bessere Techniker. Ja, der kann auch nochmal in 1 gegen 1 Situationen gehen, besser. Auf jeden Fall, hat seine, auf jeden Fall seine Qualitäten vorne. Definitiv. Jetzt Jabi. Löcke, ja. Guter Ball hinter die Kette, vielleicht ein Ticken zu lang. Schade. Für Injai. Gute Idee. Auf jeden Fall. Lama ja den vielleicht jetzt punktgenau servieren, ne? Aber hätte, ne? Ja, jetzt nach anfänglichen, turbulenten 5 bis 10 Minuten pendelt sich das jetzt alles wieder so ein. Ja, es plätschert wieder so ein bisschen, ne? Mhm. Aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, sicher stehen hinten. Map ein bisschen kommen lassen, dann vielleicht auch nochmal auf den einen oder anderen Konter lauern. Ja, gerade mit Tilo vorne drin, finde ich immer, Tilo ist mal für den Konter gut. Ja, auf den ersten 10, 15 Metern nimmt der Innenverteidiger dann doch noch die Meter weg, ne? Ja, auf jeden Fall. Und du hast es eben auch gesagt, dieses Konterspiel, dass er auch irgendwie Meppen auch versucht hat, sich da irgendwie den Emdern aufzudrücken. Auch mit den langen Bällen ganz halt hinter die Kette auf Husmann, die dann auch nie durchgekommen sind, weil eben Eilatz und Herbst auch sehr auf Zack sind, ne? Und auch die Bälle schön ablaufen. Ich muss aber sagen, seitdem Herbst da ist, ist natürlich auch echt eine Qualität hinten drin, ne? Also der, was der da hinten wegräumt, auch mit seiner Ruhe und der Erfahrung, das ist schon nicht schlecht. Das war schon, ich sag mal, ein guter Einkauf. Ja, ist halt eben auch, ne, wegen Erdogan, der jetzt auch Gott sei Dank wieder dabei ist, ne, ist ja halt auch am letzten Tag des Transferfensters gekommen und hat dann auch, man sagt, ihr seid ja holprig gestartet, sag ich mal. Ja. Aber dann auch mit einer der Gründe,
das so stabilisiert werden konnte. Ne? Und wenn Erdogan auch wieder fit ist, dann hast du echt auch Luxus, ne? Absolut, aber ich sag mal so, wenn man wirklich, jetzt kommen die englischen Wochen, die, ja, so die kommen jetzt, und dann kannst du vielleicht auch mal rotieren und dann weißt du, dass du da hinten drei Innenverteidiger hast. Mit Jabba, der auch noch in der Innenverteidigung spielt, hast du, sag ich mal, vier Möglichkeiten oder vier Brecher da hinten drin, wo du weißt, alles klar, da kann nichts anbrennen. Ne? Da hast du wirklich oberste Oberliga und ich sag's jetzt auch einfach Regionalliga-Qualität. Definitiv. Also mit der Truppe wären wir letztes Jahr nicht abgestiegen. Ich würde sagen, mit der Truppe spielst du nicht oben mit, nicht unbedingt. Vielleicht nicht in der ersten Saison. Absolut nicht. So, ne? Aber Mittelfeld auf jeden Fall. Ja, da musst du dich natürlich punktuell nochmal das ein oder andere verstärken. Aber und da hat man natürlich auch jetzt Leute auch schon im Winter jetzt geholt mit Sobotta und Bergmann. Absolut. Du musst einfach Erfahrung mit reinbringen, das ist einfach so. Schade. Boah, das ist aber wirklich ein Hühne, ne? Ja. Und da haben sich mit Javi und Holthaus haben sich da zwei Leute Wahnsinn. Gefunden. Junge, der macht Schritte. Aber auch technisch stark, muss ich sagen, ne? Auch für seine Größe. Mhm. Viele in der Größe sind natürlich technisch nicht so versiert. Ja, aber der. Du bringst das Vergleich mit Ibrahimovic. Ich sag jetzt mal Rein Grafenberg, der sich ja auch aufgrund seiner Größe gar nicht eigentlich so bewegen darf, wie er sich bewegt. Absolut. Also so filigran für die Größe und auch technisch echt versiert. Definitiv. Im Vorfeld vor der Partie, konntest du jetzt nicht wissen, hatte ich auch schon. Boah, ist gut gespielt, Pascal Steinwender. Flach. Ah, zu spät. Der da gleich bringen müssen. Ja, da hast du recht. Verspringt auch den Ball ein bisschen, ja. So glaube ich. Vielleicht gesehen. Einfach mal wirklich flach reinwichsen die Pille. Ja, ich nehme jetzt mal kein Blatt vom Mund. Ne, ist auch vollkommen richtig. Ja. So, weil wir dürfen sein, wir kriegen ja nichts vorgeschrieben. Ja, deswegen. wo war ich denn jetzt gespielt geblieben? Genau, Holthaus auch hat mir, ich im Vorhinein in der Recherche habe ich mit Moritz Hinkamp geredet. Eigentlich auch gesetzter Innenverteidiger bei Mappen 2, ist leider verletzt. Der hat mich natürlich dann ein bisschen mit dem unterhalten. Und der meint auch, Holthaus, der hat nochmal jetzt über den Sommer auch nochmal gut Kilo-Masse draufgelegt. Ne? Also ja. Das ist wirklich ein Paket, was er da auf den Platz bringt. Absolut. Ne? Man sieht das auch, ne? Bewegt sich zwischen den Reihen gar nicht wie die vorne drinne. Ja, bewegt sich immer so vom Innenverteidiger zum Sechser. Ja, holt sich auch mal den einen oder anderen Ball ab, geht dann wieder nach vorne rein, den langen Ball vielleicht abzufangen. Ja, um die zweiten Bälle wirklich zu verlängern oder den Ball zu verlängern für die zweiten Bälle. Ja, aber bisher macht Kickers das echt gut, ne? Das muss man ehrlich so sagen. Diszipliniert, so wie schon seit Jahresanfang, aber auch davor schon, ne? Natürlich ein Bollwerk hinten drin gehabt. Ja, ich sag's auch immer wieder, wenn die Null hinten steht, ist immer alles gut, weil nach vorne hinten, du kriegst immer ein oder zwei Chancen. Und mittlerweile sind unsere Stürmer so gut drauf, dass sie aus zwei Chancen auch eine Bude machen, ne? So, und dann, wenn du dann noch so einen hast wie Schiller mit seinen als Einwurfspezialisten, dann geht das eben noch leichter von der Hand. Ja. Aber auch, man muss auch jetzt mal wieder Butter bei den Fischen, man redet hier natürlich auch von Meppen, das ist auch wenn es die zweite Mannschaft ist, die sind gerade, meistens sind hier Bezirksligaspieler oder auch am höchstens Landesliga gespielt, in der Jugend mal höher gespielt, auch das muss man auch sagen, das Jugendleistungszentrum von Meppen liefert da wirklich gute Arbeit ab, ne? Auch in der höchsten Spielklasse, in den obersten Altersgruppen vertreten. Aber trotzdem ist das hier als Aufsteiger so eine Debütsaison hinzulegen in der Oberliga. Absolut. Das ist allen Ehren wert. Ich wollte es gerade auch schon sagen. Ja, man darf es wirklich nicht vergleichen. Also auch junge Truppe, ja, aufgestiegen. Ich glaube sogar als Dritter, glaube ich nur. Ne? Sind, glaube ich, gar nicht als Meister aufgestiegen oder sind sie als Meister aufgestiegen? Doch, sind als Meister aufgestiegen. Ja. Ja, aber wie du schon sagst, ja, gerade hast du eine Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, hast die zweite, die in der Oberliga spielt, hast natürlich einen guten Unterbau. Ja, dann kannst du natürlich auch mal den einen oder anderen Verletzten mal in die Oberliga schieben. Ne? Und ich glaube, es ist dann doch schon ein Unterschied, ob du Bezirks- oder Landesliga spielst oder dann doch noch Oberliga. Ne? Das stimmt. Und um es auch nochmal den Zuschauern zu verdeutlichen, wir haben in der Startelf oder von den Leuten, die jetzt auf dem Platz stehen, sind lediglich zwei Spieler über 25 und der eine ist davon 28 und der eine ist 34. Also hier haben wir wirklich eigentlich nur Spieler stehen in Altersspanne von 19 bis 24 bei den Mappen. Wahnsinn. Und dafür auch so ein Spiel, ne, das... Da steckst du auch nicht weg, wenn du mal vor 2400 Leuten spielst. Absolut. Das macht auch was mit einem. Ne? Ich glaube auch, als die Jungs eingelaufen sind, haben sie natürlich auch mal geguckt, als wir dann das eine oder andere Feuerwerk nach oben gegangen ist. Ne? Kennen sie natürlich auch nicht so. Ja. Und das ist dann doch schon so ein bisschen auch einschüchternd. Ne? Das muss man auch mal ehrlich so sagen, wenn du dann da einläufst und direkt am Block 5 vorbeiläufst. Gerade für Mappen 2, ja, sie kennen es natürlich von der ersten, aber wenn man dann doch selber nochmal aufläuft und dann an so einem Block vorbei muss,
das macht schon Eindruck. Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch einfach die Stärke von Kickers, ja, einfach die Fans in dem Rücken zu haben. In der Regionalliga letztes Jahr natürlich nicht so, das muss man auch sagen, qualitativ natürlich nicht so gut war, aber das, was jetzt hier abläuft, die Qualität auf dem Platz stimmt, die Stimmung stimmt und ja, wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ja. Und das sowohl heim als auch auswärts, muss man auch nochmal hervorheben, auch in Hesling auch eine gute Anzahl an Leuten dabei gewesen, genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber auch für den... Ja, wir waren, 60 Leute waren dann auch 60 da. 60 Leute muss man auch, in der Oberliga muss man einfach wirklich sagen, ist eine mehr als stabile Leistung. Absolut. Und da kommt es auch zu den nächsten Wechseln bei den Meppnern. Mit der 21 Adrian Yusufi, Daniel Benke geht raus und Mirko Husmann und werden von Justin Schalock und eben Adrian Yusufi vertreten. Ja, Daniel Benke hatte ich auch schon in der ersten Halbzeit hervorgehoben. War auch schon, oder hat sich auch schon mehr oder weniger in die Reihen der ersten Mannschaft gespielt, hat auch da in 9 Spielen 4 Score abgeliefert. Heute eher blass geblieben gegen Engel, das sah im Hinspiel nochmal anders aus, wurde mir auch zugetragen, der wurde da schon gut von dem bearbeitet, aber diesmal geht hier Engel auf jeden Fall als Sieger vom Platz. Absolut. In dem Duell. Und du hattest es gerade eben auch angesprochen, viele kennen das vor der Choreo nicht. Es gibt ein, zwei vereinzelte Spieler zur Corona-Saison, wo Mepp noch dritte Liga gespielt hat. Da gibt es mit Moritz Hinkamp, Klöpper, Kugland, Hebbelmann. Die haben damals, da gab es dieses kuriose Spiel, 0-0 in Magdeburg vor 15.000 Leuten. Und das ist auch so eine Story, ich glaube, die meinte auch Moritz zu mir, dass wir da so schnell nicht vergessen, dass er 75 Minuten gegen Magdeburg, auch in der Corona-geplagten Mannschaft, sind auch immer nur reinrotiert. Das werden sie nicht vergessen. Und Njai verlässt das Spiel, viel aufgerieben, viel Meter gemacht, so wie man es von ihm kennt. Und für Kain kommt, helfen wir mal kurz auf die Sprünge, müsste es Said Abbey sein, richtig? Genau. Ja, wahrscheinlich dann noch ein bisschen die Schnelligkeit rauszuholen, ne? Dann muss man das auch sagen, er hätte doch noch mal viel, viel mehr Tempo. Aber den kannst du dann auch noch mal jetzt mal schicken. Gerade für die Kontersituation überrennt er den einen oder anderen wahrscheinlich noch mal. Auch ein junger Mann. Kam von Bremen, 19 Jahre jung. Konnte auch in Heslingen Impact liefern in der Vorlage. Manchmal vielleicht noch ein bisschen zu ungestüm, ein bisschen auch ein bisschen nervös, sagen wir mal, auch gerade vor so einer Kulisse, ne? Aber das kommt dann eben auch mit der Erfahrung, ne? Wird langsam rangeführt ans Team, aber wir haben Anspieler auf jeden Fall auch mit Perspektive und Qualitäten. Definitiv. Kriegt ihr natürlich auch viel Spielzeit als A-Jugendlicher, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, als A-Jugendlicher dann doch so viel Spielzeit zu kriegen, ist nicht selbstverständlich, spricht natürlich auch für ihn dann auch, ne? Da hast du absolut recht und ich glaube, der weiß das auch sehr zu schätzen, dass er hier eben auch peu à peu rangeführt. Man redet ja auch heute oft von Verheizen. Genau. Also man merkt dann doch schon auch in der Bundesliga den einen oder anderen Jungen, ja, dann ist das Talent dann doch da, aber dann wird zu viel Moukoko, für mich immer noch das beste Beispiel bei Dortmund, ja, mega Talent, aber auch einfach nur verheizt worden, ne? Genau, auch irgendwo auch von der Presse auch ein bisschen, ne? Genau. Also, der Junge hat es tatsächlich noch nicht leicht und kriegt auch irgendwie nicht das Vertrauen von den... Schade. Trainern, ja. Abbey will dann jetzt faul. Aber muss sagen, der Unparteiische auch da wieder für mich richtig entschieden. Macht bisher eine gute Partie, muss ich sagen. Auf jeden Fall lässt sich auch hier noch nicht von der Kulisse beirren. Ich glaube, der ist auch anderes gewöhnt, wenn er auf Oberliga-Niveau pfeift. Ja. Das ist auch einfach wirklich ein Brett, kann man mal so sagen, wie es ist, was sie hier abliefert. Aber auch von den Mappen-Fans, dass ich da auch auf dem Mittwoch, ne, ist natürlich auch nochmal was anderes, ne? Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, das ist in Anführungsstrichen nur die zweite Mannschaft. Ja, und dass sie dann doch mit 50, 60 Leuten hierher kommen und supporten, ja, das muss man auch mal hervorheben. Und wie du schon sagst, auf Mittwochabend aus Mappen hierher zu fahren mit 50, 60 Mann und supporten, das ist schon gut ab. Hast du hin, Rückweg auch halt 2 Stunden summiert. Genau. Und ja, das ist halt also alles Freizeit, was man halt, das sehen halt viele Leute auch einfach nicht. Die sehen dann halt nur über die Zuschauerzahlen, aber was die Menschen müssen sich auch einfach mal vor Augen halten, was das halt eben halt auch für Kosten, Aufwand, Zeit ist, die Fans auch eben investieren. Ja, definitiv. Und natürlich auch ein schönes Spiel, nochmal die Fanfreundschaft zu zeigen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ab nächster Saison höchstwahrscheinlich dann werden sie mit voller Kapelle hier in Emden. Ja, dann kommt es zu einem richtigen Clash hier.
Ah, dann wird der Gästeblock wahrscheinlich auch voll sein. Das stimmt. So, Hemmelmann macht das gut und zieht das Foul. Aber ein paar Minuten auf dem Feld, kriegt direkt die gelbe Karte. In meinem Augen ein bisschen unnötig. Er hat den Spieler nach außen gedrängt. Ja, nach außen passiert nichts. Ja, immer schön weit weg vom Torwart und vom eigenen Tor. Das ist dann, du brauchst das Foul nicht ziehen eigentlich. Unser Einwurfspezialist und Strafraumkiller David Schiller geht und wir begrüßen Jannik Sidakevic auf dem Platz. Oder hab ich doch, ne? Ja. Genau. Auf dem Platz wieder nach Schultergelenksprengung. Damit auch hier nochmal 15 Minuten Spielpraxis, um wieder reinzukommen. Auch hier klares Signal von Steffen Emmerling. Nimmt einen Offensiven raus, packt einen defensiveren Spieler rein. Genau, und natürlich auch die Erfahrung, die er mitbringt, ne? Natürlich. Und das Spiel auch vielleicht mal ein bisschen ruhiger zu machen. Jetzt gerade jetzt 15 Minuten sind noch, ich denke mal 5 Minuten noch, dann wird hier nochmal das eine oder andere Feuerwerk natürlich nochmal platzen, denke mal vom Meppen. Ja, dass er dann eventuell dann nochmal das Spiel beruhigt, Bälle breit macht. Ja. Aber auch von Meppen, jetzt nach 76 Minuten, eine beachtliche Leistung, die sie hier auf den Platz bringen. Aber sowohl auch von Kickers Emden. Die schenken sich hier auch auf den letzten Metern nichts. Genau. Jetzt ein paar mehr Spielanteile für Meppen, muss man auch sagen. Und das ist auch wieder abgeklärt. Einfach abgewichst, muss man einmal ehrlich so sagen. Ne? Mhm. Der Mann ist, also, wenn andere den Ball wahrscheinlich irgendwie in die Wicken gekloppt hätten, ja, stellt er seinen Körper dazwischen und der Torwart kann ihn in Ruhe aufnehmen. Oh, und da geht Engel schon sehr dunkelgelb rustikal rein. Oh, und da kommt auch der erste Schubser von Hebbelmann. Dunkelgelb. Wenn ich das richtig gesehen habe, der muss da jetzt auch gelb sehen. Also wie Engel da reingeht, ist auch schon im Hinspiel auch schon mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Und Leon Kugland immer noch liegt schmerzverkrümmt auf dem Platz. War bisher noch mit keiner Karte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, er wird sich wahrscheinlich nochmal mit dem Linienrichter unterhalten. Aber auch unnötig, muss ich sagen. Definitiv. Das hat ja Engel auch angesichts des Spiels auch nicht nötig gehabt. Gute Standards geschlagen, immer auf Höhe gewesen gegen Benke. Diesmal der Sieger vom Spielfeld gegangen. Einfach hinten dran stehen, ja. Genau. Kann nichts passieren. Zumachen. Kann da hinten rumspielen, kann sich wieder stellen. Aber scheint bei Kugland. Ich glaube, wenn wir die Wiederholung sehen würden, ich glaube, dann könnte man wahrscheinlich auch über eine andere Karte diskutieren. Auf jeden Fall. Das sah alles andere als harmlos aus. Ist mit der gelben Karte, glaube ich, gut bedient. Definitiv. Aber bei Kugland scheint es auch weiterzugehen. Gott sei Dank. Aber natürlich, dass sich kein Spieler verletzt. Ja, da schießen dann doch die Emotionen hoch, ne? Auch wenn es. Ja, natürlich, ne? Man will sich natürlich auch nichts schenken hier. Ja. Pferdfreundschaft hin und her, ne? Genau. Ne, aber es ist immer noch. Es geht immer noch um 3 Punkte, es geht um den Aufstieg. Ja, da macht man in Anführungsstrichen doch keine Freunde, ne? Das muss man mal ehrlich so sagen. Das ist so. Ich meine, dabei, klar, Meppen spielt eine sehr, sehr gute Rolle. Ja, ich meine, sie wissen auch, dass sie nicht aufsteigen können. Ja, trotzdem natürlich den sportlichen Ehrgeiz. Genau, den haben sie trotzdem und das siehst du der Mannschaft auch an. Ja, dass sie wissen zwar, okay, wir können zwar nicht aufsteigen, aber wir wollen trotzdem unser Potenzial zeigen, um sich dann vielleicht dann doch noch der ein oder andere Mannschaft dann auch zu zeigen. Ne? Der ein oder andere will vielleicht dann noch mal in die Regionalliga. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Bei dem einen oder anderen. Und ich glaube, denn gerade solche Spiele kannst du dann auch nutzen, um dich einfach zu zeigen. Hundertprozentig. Auch bei so einer Kulisse. Da ist ja auch irgendwo ein Gradtester. Ne? Wer behält die Nerven? Wer wird dann doch, wie man so schön sagt, fickerig? Genau. Aber das sieht ja auch noch einen sehr souveränen Auftritt. Ich meine, das Tor war jetzt auch eher so ein Kuddelmuddel. Genau, wie ich vorhin schon sagte, ja, wenn du oben stehst, dann machst du auch solche Tore. Ja. Und dann gewinnst du solche Spiele auch mal 1-0. Ja, dann musst du solche dreckigen Spiele mitnehmen. Und
Am Ende fragt keiner mehr, wie man aufgestiegen ist oder wie man Meister geworden ist. Ja, am Ende zählen einfach nur die Punkte. Das ist so. Und jetzt haben wir den nächsten Wechsel. Die Nummer 4, Justus Wolken, geht runter. Und ich glaube, wir haben ein Herrendebüt. Jannis Hagemann aus der A-Jugend kommt hier zu seinem ersten Herrenspiel. Glückwünsche gehen raus an Hagemann. Und die, die es mit ihm halten, auch bester Torschütze der R-Jugendmannschaft. Und hat er sich hier auch wahrscheinlich den Einsatz in der Oberliga verdient. Und Pascal Steinwender ganz stark. Ein Schlitzohr, wie er den da bringt. Schön. Aber auch Joshua Hilzmann hat da gut reagiert, hat wahrscheinlich auch mit dem Pass in die Mitte gerechnet. Schön auf den kurzen Pfosten gezogen, wie du schon sagst. Ne? Sehr überrascht gewesen. Mit ein bisschen Glück geht er durch, ja, da kommen wir noch ran, aber am Ende noch gut geklärt. Kai Sies hat gelauert, aber dann waren doch die Meppener Verteidiger auf der Höhe. Auch wenn Meppen jetzt die letzten 10, 15 Minuten mehr Spielanteile hatten, eine große Chance hatten es natürlich nicht. Ja. Und auch ein weiterer. Mit dem nächsten Kopfball! Ich wusste gar nicht, dass er auch so weit werfen kann. Also. Schiller im Ebbe-Kostüm. Ja, wirklich. Starker Kopfball da. Von Marvin war es, glaube ich, ne? Genau, Marvin Eilertz mit der Nummer 11. Hülsmann kriegt die Faust hoch und verhindert das 2-0. Und mittlerweile kann man dann doch schon auch von einem zweiten Tor sprechen auf der Emder Seite. Engel bringt wieder den Eckball. Ja! Da ist es! Tor! Da ist das Ding. Überragend. Ich weiß, war es Pascal Steinwender oder war es Marvin Eilertz? Ich glaube, Marvin Eilertz war es. Ja, Marvin wuchtet das Ding da ein zum 2-0. Wurde aber auch sträflich allein gelassen. Da hat Joshua Hülsmann im Tor vor SV Meppen keine Chance. Und das dürfte es dann wahrscheinlich gewesen sein. Kickers Meppen geht nach Vorlage von Florian Engel per Kopfball von Marvin Eilertz mit 2-0 in Führung. Und das jetzt auch in den letzten 10 Minuten verdient. Ja. Ja, wir haben sich hinten gut reingestellt, also Kickers, muss man sagen. Nichts anbrennen lassen, nach vorne immer punktuell dann doch den einen oder anderen Nadelstich gesetzt. Ja, mit der Chance gerade eben und dann natürlich jetzt mit dem Tor. Ja, krönen sie sich natürlich jetzt die Leistung nochmal mit dem 2-0. Ich würde sagen, das Spiel ist fast schon gelaufen. Ja, gelungener Abend. Definitiv. Also wirklich, also Hut ab an diese Mannschaft. Ja, wollen wir hoffen, dass sie jetzt die nächsten englischen Wochen gut wegstecken. Ja, und dass wir dann in Delmos die Meisterschaft feiern können. Und es sieht auch nach 82 Minuten so aus, als würde Kickers Meppen weiter im Jahr 2024 ohne Gegentor bleiben. Ich will jetzt natürlich nichts jinxen, wie man so schön sagt, nichts verhexen, aber das sieht auch schon wieder so aus, als wenn man jetzt hier noch eine Null halten kann. Allein für Selbstbewusstsein, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn sie jetzt noch die Null halten. Ja, wir sind jetzt über 400 Minuten ohne Gegentor und du kannst bei jedem Spiel mit breiter Brust auftreten und du weißt, du hast immer einen Ball weg hinten drin, ja, und nach vorne geht immer was. Da hast du recht. So, also mal über Kugland. Aber der Ball verweist. Stark, und jetzt Ebbe mit viel Platz und da spielt er sein Tempo aus. Macht da Meter, wichtige Meter, treibt den Ball. Ja, ein bisschen Glück gehabt. Bleibt am Ball, geht weiter in die Grundlinie. Ganz stark gemacht von Emmy. Kommt dann im Strafhof zum Fall, aber das reicht. Für den unparteiischen Bar nicht. Aber starke Einzelleistung auch von Emmy. Treibt den Ball fast aus vom eigenen 16er in die gegnerische Hälfte, in den Strafraum. Will auch hier seine Einsatzzeit natürlich nutzen. Klar, um sich auch zu zeigen, um die nächsten Spiele, ja, wie wir schon sagten, englische Woche steht an. Ich glaube, dann wird er auch das eine oder andere nochmal von Anfang an spielen. Ja, wird wahrscheinlich durchrotieren, was wichtig ist. Ja, und Tilo Steffens hier auch als Wortführer hier mit einer symbolischen Situation, auch wenn es hier in der 84 Minuten 2-0 steht, schmeißt er sich noch hier mal mit einer Grätsche in den Zweikampf. Absolut. Was Tilo auch für einen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren, ich habe ja noch mit ihm zusammengespielt in der Landesliga. Also à la Bonheur, muss man echt einen Hut vorziehen. Das, was Tilo Steffens hier abreißt, seit den Jahrzehnten, sag ich mal, oder seit den Jahren, die er jetzt hier ist,
Ja, den kannst du immer vorne reinschmeißen, auch in der Regionalliga-Saison. Hat er immer seine Buden gemacht. Ja, und jetzt glänzt er natürlich umso mehr, weil er, muss man auch ehrlich dazu sagen, jetzt auch die Mitspieler hat, die natürlich auch glänzend in Szene setzen. Ne? Hundertprozentig. Und es gab nochmal einen Wechsel bei den Meppnern. Jan-Bernd Klaas kommt rein mit der 26. Oh, oh. Oh, gefährliche Situation. Onken kann zur Seite abwehren, ja, und dann. Stark. Ist es ganz wichtig, dass Sidekiewicz dazwischen geht und überhaupt. Und jetzt Kontersituation. Rechts Abbey, rechts, links Abbey, rechts Pascal Steinwender, der kreuzt. Aber dann das Timing verpasst. Ja, wichtig ist, dass wir am Ende noch geklärt haben, dass die Null auch wieder hinten steht. Aber die Mapner zeigen auch, die geben nicht auf, bleiben auch noch bis zum Ende dran, versuchen hier auf das Tor zu gehen. Ja, wie sagt man immer so schön, wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, das Spiel dauert immer 90 Minuten. Wenn sie jetzt noch eine Bude machen würden, ich glaube, dann wird es mal brenzlig werden. Ja, mittlerweile kommt auch gut was an Wasser runter. Bei so frisch genesenen Spielen hat man dann doch irgendwie die Angst, so in Sidekiewicz, wenn er auch in Zweikampf geht, dass er doch irgendwie nochmal was aufgehen könnte, ne? Aber. Genau. Er meinte auch im Interview, dass er frei davon ist, dass er jetzt auch wieder die Minuten sammeln will und auch positiv nach vorne blickt. Jetzt wieder Abbey, der viele gute Aktionen hat. Absolut. Bringt nochmal viel Schwung ins Spiel rein. Ja, wie wir schon sagten, gerade diese Nadelstiche dann nochmal den einen oder anderen Konter zu setzen, Entlastung zu sorgen, ja, dafür kannst du ihn immer gut bringen. Und anscheinend auch ein Spezialist, diesmal kurz. Stark von Tito. Tito lässt da schön einen aufsteigen und dann verzogen. Oberkörper nicht über den Ball gehabt. Will mein alter Trainer jetzt sagen. Da lernt man auch schon in der F-Jugend, ne? Definitiv. Also, ja. Kleiner Spaß am Rande. Wäre ja auch langweilig, wenn jeder Schuss reingeht, ne? Ja, natürlich. Ja, aber Kickers macht das jetzt gut. Ja, stehen tief, warten ab. Und versuchen über Steinwender und Abbey da die Konterchancen zu bezwingen. Hinten nichts mehr anbrennen lassen. Vielleicht den einfachen Ball spielen. Ballbesitz halten jetzt gerade in der Phase. Ja, man merkt, das Spiel nimmt an Fahrt ab. Ja, ich glaube, Meppen hat sich ein bisschen damit abgefunden, glaube ich, mit der Niederlage. Das ist nochmal stark von Abbey, der den Ball da treibt. Gute Seitenverlagerung auf Pascal Steinwender. Rechts überläuft Kaisis. Oh, der rutscht fast auf den Ball aus. Und wird dann mit einem Foul gestoppt. Super aussichtsreiche Position für einen Freistoß. Natürlich fehlt jetzt da Steffen. Ja. Tobias Steffen, gelb gesperrt. Wer nimmt sich die Kugel? Stör. Oder doch. Traue ich es auch zu. Oder Tito. Das wäre natürlich jetzt ein Geschenk für Tobias gewesen, ne? Absolut. Ja, wäre brandgefährlich gewesen. Aber wir haben natürlich auch mit Steffens, Stör und Engel. Und da kommt es zum nächsten Wechsel. Steinwender verlässt den Platz. Und für ihn kommt Kenobus. Für mich auch ein bisschen wenig Einsatzzeit, muss ich sagen. Zu seinem 12. Einsatz, Kurzeinsatz kommt er jetzt. Ja. Ich glaube, hat auch mehr Potenzial als alle in ihm sehen. Ist meine Meinung. Mhm. Wäre schön, wenn er jetzt, sag ich mal, zurückholt und noch mal ein paar mehr Spielminuten kriegt. Auf jeden Fall. Und jetzt Engel oder Stör. Stör macht's aufs Torwart-Eck, aber
Pölzmann ist aufmerksam und kann den Ball nach außen wegfausten. Jetzt laufen die letzten Sekunden der regulären Spielzeit. Ich glaube mit dem Foul von Kugland von Engel. Mit dem Foul von Engel an Kugland. So, jetzt habe ich es zusammen. Schon im Mund fusselig geredet nach 90 Minuten. Wird es auch noch ein bisschen drauf geben. Und Abbey, ja, macht das auch. Wird immer gefällig. Macht das ganz gut mit den Einwürfen, wa? Ja. Ja, dann wenn Schiller dann auch nochmal spielen sollte, denn wenn er auch spielt, dann kannst du Schiller auch mal vorne reinstellen als Brecher vorne. Genau. Der kann auch mal seine Arme ausruhen, ne? Genau. Das arme Schultergelenk von ihm. Unparteiischer hat es noch nicht angezeigt, wie viel es drauf gibt. Ich schätze 3 Minuten, 4 Minuten. Bei Emden kommt auch noch anscheinend ein Wechsel. Kannst du es auf die Ferne erkennen, was sich da fertig macht? Nee. Wir werden es ja gleich sehen. Können wir vorstellen, dass Basti vielleicht nochmal seine Zeit kriegt. Nochmal ein bisschen Schau laufen. Ja, genau. stark gelöst da von der Nummer 5. Lässt da 3-4 Leute stehen. Überragender Blick nach außen. Verlagert auf rechts außen. Der Ball kommt und findet den Abnehmer. Adrian Josufi mit dem 1:3 und damit reißt auch nach 450 Minuten ohne Gegentor im neuen Jahr die Serie. Ist dann aber auch gut gespielt. Muss man sagen, im Mittelfeld gut durchgetankt. 4-5 Leute stehen lassen und hat das Auge nach außen hin. Ja, ich glaube, so steht es im Fußball 1x1. Ball nach außen tragen, reinbringen, Bude machen. Und das kann man auch einfach mal auch anerkennen, dass das einfach ein Top-Spielzug war. Absolut. Jetzt kannst du mal, ich sag mal, brenzlig werden. Ja, wir müssen jetzt natürlich gut stehen. Das stimmt natürlich, da hast du recht. Jetzt kommt Basti doch noch rein, ja. Für Kaisis, der sich natürlich auch wieder hier aufgerieben hat, ne, jeden Zentimeter des Platzes umgraben hat. Vielleicht nicht so präsent in den Zweikampf war wie gegen Lupo Martini, da fand ich den wirklich mit einer Spieler des Spiels. Der war überall. Und jetzt haben wir hier unseren Basti. Aber immer noch nicht angezeigt, wie lange wir schon da spielen, oder? Ich habe soweit auch noch nichts mitbekommen. Ja, und jetzt kannst du vielleicht nochmal, jetzt schmeißen die Mapner natürlich auch alles nach vorne. Jetzt rein nochmal an. Gut anlaufen. Bist doch frisch. Der kann noch. Muss. Natürlich die langen Dinger, aber da haben wir eigentlich 2 Spezialisten mit Eilerz und Herbst, die da... Stark. Und jetzt heißt es, die Bälle festmachen. Hand. Handspiel. Ja. Ich glaube, es pfeift er nur, weil er das Foulspiel von Tito nicht gepfiffen hat. Kleiner Gerechtigkeitspfiff. Ja, denke ich mal. Ich hätte mal pfeifen können von Tito. Aber jetzt immer noch mal gefährlich werden, ne? So, und da kommt noch mal der lange Ball. Kein Foulspiel machen da. Gewusel im 16er. Hülsenmann ist Tor und jetzt Abbey. Jetzt muss er es machen. Im 1 gegen 1. Läuft an, versucht den Abschluss, kullert der Ball ins Tor. Abbey mit dem. Na. Oh. Fast mit dem Ball. Am linken Tor vorbei. Ja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er den da jetzt reinmacht. Spieler fragen auch schon nach, wie lange der noch ist, aber ich schieße den Pfeif in den Mund. Und der Schiedsrichter Bar pfeift ab. Kickers Emden gewinnt verdientermaßen. 2:1, obwohl es am Ende nochmal spannend wurde durch den Treffer von Adrian Josufi. Es geht dann auch direkt am Samstag weiter. Die englische Woche macht keinen Stopp gegen den Stand jetzt Tabellenletzten STK Eibese. Auch hier seid ihr gerne eingeladen, vorbeizukommen im Stream als auch im Stadion. Ja, was sagst du noch zum Spiel? Ja, wichtige 3 Punkte. Ja, jetzt Samstag steht nochmal ein schweres Spiel an, gerade gegen den Letzten, die haben nichts zu verlieren. Ja, die wollen den da oben natürlich nochmal ärgern. Aber ich glaube, mit der Leistung, die sie jetzt bisher gezeigt haben, wird es hoffentlich in Anführungsstrichen Selbstläufer. Ja, nochmal 3 Punkte holen, bevor es dann wirklich wieder in die englische Woche geht, Donnerstag Celle. Ja, und hat mich aber gefreut, hier zu sein. Danke, dass du hier warst, aber warst man nicht so einsam hier. Nee, vielen Dank für die Einladung. Ja. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen von euch. Gerne.
Und wir bedanken uns natürlich auch an alle Leute vor dem Bildschirm. Gerne, wie gesagt, konstruktive Kritik dalassen. Danke auch an alle Mapner, die hier alle mitgereist sind. Das wissen wir sehr zu schätzen. In der Sache getrennt, in der Farbe vereint, wie man ja so schön sagt. Genau. Habt einen schönen Heimweg. Auch hier an den vor dem Bildschirm noch schöne Restwoche. Und ja, es ist wie Echos. Man hört sich. Bis dann. Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden.